da müssen wir wahrscheinlich rein. Wir gucken natürlich trotzdem noch woanders. Da ist nichts. Entschuldigung. Ganzen Auszeichnungen. Oder Marken, eher gesagt. Das sind Auszeichnungen, oder? Ja, das sieht so aus. Okay, dann Chief Edward Brown. Dann wollen wir doch mal klopfen. Hallo, Onkel Eddie. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Coffee sound good? Machine is in the break room downstairs. Uh-huh. Hm. Dass er nicht so happy ist, Eddie zu sehen, ist mir schon bewusst. Das, ich wäre auch nicht so gut zu treffen, zu sprechen auf ihn. Lock those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Tja. Achso, das war die Tür, die versperrt war. Something's in the way. Hm. Ist das der Break Room? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Immerhin kommen wir jetzt immer näher. Wo denn? Wo hat sie das denn? Warte. Hier vorne? Ja. Where are we going? We're just gonna sit down in here and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. Oh. Yeah. I just usually try my best not to remember that night when I'm here. I would too. Hm. Allison, how about that coffee we were talking about? Ja, ja, ist ja gut. Du brauchst nicht so schreien. Ich wollte doch nur gucken. Ist das der Break Room? Mal gucken. Sieht so aus, ja. Okay, let's go in. Mhm. Hey, that coffee is sounding real good. Where's the break room? Wir sind da. Ja, also wir sind in der Umkleide, aber zwischen dem Break Room. Didn't Tessa buzz Dawn for smoking weed behind the store once? Klingt yeah. Handy. But hey, is this crazy D's locker? Yep, I think so. We need a key to open it. Ich weiß auch, wo der ist. I hope she doesn't mind. Huh. Looks like she forgot her locker key here. Ja, okay, darf ich nochmal mitnehmen oder nicht so? Anscheinend nicht. Cool. Love that. Gehen wir jetzt zurück zu Tyler. Ich will so kurz darüber reden, dass wir den Schlüssel brauchen. Oh ja, wir müssen reden. Yay. What's on your mind? Just thinking about how we slept in that corner over there. Yeah. On that paper-thin mattress from the cell. It could have been a pillow top and I wouldn't have slept a wink. I don't know how you come here every week. I've been here 10 minutes and it's already fucking me up.
It never really stopped hurting. Hey, do you have any reoccurring nightmares about that night? Yeah. Why? Well, remember that nice lady from social services who picked us up? Oh, what was her name? Sandy, I think? Yeah. I used to dream about her a lot. Sorry, what? Yeah. It would always start out pretty normal. Like, we'd be sitting in the living room with Marianne doing a sewing lesson, and then suddenly she would turn into Sandy, and she would hold us in her arms, pulling us in tighter and tighter until I would wake up practically choking. Jesus. Jesus. So, are things gonna be weird at all between you and Eddie? I took the gift, Allison. I'm trying to make an effort. Thank you. I know. I just want everything to be cool. It will be. Okay. Ready? Let's go. Yep. Cool. Ach, da ist der Spind, okay. Yep, it's locked. Ich weiß, wo ihr Schlüssel ist, ne? Just saying. Was haben wir gerade für ein Ziel? Für den Pausenraum trinke Kaffee. Das mache ich später. Hey, that coffee is sounding real good. Where's the break room? Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Aber ich will den Schlüssel haben. Darf ich bitte durchteilen, danke. Ich will den Schlüssel haben. Eine kurze Frage, kann ich das eigentlich öffnen? Weil da ist ja mit mehr als nur ein Breakroom-Schlüssel dran. Ich öffne alle Türen. Rose never lets me back here. Huh. Rose left the computer on. Benutzer R. Jackson, J. Grex, D. Vincenzi. Okay, wo bekomme ich die Passwörter her? Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von Rose Jackson. Datum 29. Oktober 2015. Betreff neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Bitte beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich. Okay. Ich würde mal beraten, dass der eine mit dem Foto unser Mann ist. Den wir, wo wir das Passwort rausfinden können. Denn die anderen haben halt als einziges kein Foto. Also, die haben kein Foto und das war die einzige Person mit einem Foto. Deswegen, also mein Profilbild. Deswegen gucken wir mal. Aber wir gucken erstmal hier in die Zelle. Oder? Ne, wir kommen ja nicht rein, okay. Da kommen wir nicht dran. Dann vielleicht ihren Schlüssel mitnehmen. Jetzt. Yeah. She won't notice if we borrow this, right? Long as we put it back right where we found it, we're good. Glaube ich nämlich auch. Ich darf nur nicht vergessen, ihn wieder zurückzupacken. Das wäre nämlich ziemlich uncool. We really shouldn't be in here. Yes, but you never know where we might find information about that night. I guess so. Balto came through. Balto. So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker? That's so irresponsible. An intruder can easily access all kinds of police files with this. Yeah, like two goblin intruders. Oops. Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von Rose Jackson. Also von der. Okay. Was steht da?
Was steht da? Ah, Winner on my 20th birthday. Dafür brauchen wir dieses Dingens, diese eine, hier, wie heißt diese eine Liste? My 20th birthday. Okay. Aha, aha. An ihrem 20. Geburtstag. Let's see. Sie ist jetzt 29 geworden, ne? Ich hab kurz ihren Schlüssel weg. So. Also, ich wollte auch die Karte angucken. Ups. Aber sie ist glaube ich, jetzt 29 geworden, wenn ich das richtig gelesen habe. So. Alles gut zum 29. Geburtstag, genau. Nächstes das letzte Jahr, bevor du in den 30er-Club eintrittst. Genau, das heißt vor 9 Jahren. Wie viel ist denn heute? Und vor allem, welches Jahr ist heute? Hey, that coffee is sounding real good. Ich versuche hier gerade was zu machen. Hallo. Jahr 2015. Also ist gerade 2015, ne? Ja, gut. Ja, wie viel ist heute? Heute der 19. November? Ich guck mal ganz kurz. 19. November 1996. Richtig? Ja. 2015. Ach, Quatsch. Entschuldigung, ich bin ein bisschen dumm. Nein, natürlich. 2006, so, Entschuldigung. 19. November 2006 müsste es sein, ne? Vor 9 Jahren, ja. 19. November 2006. So, wo ist die Liste mit den Gewinnern? Allison, möchtest du da auch gucken oder nicht so? I should take her out for a birthday drink. Oof, I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Okay, steht hier denn... Ach, hier steht... Ach. Ach so, hier steht tatsächlich auch einfach nur die Zahl. Die Jahreszahl. Ja, 2006. Jeff King, Salem. Salem ist das Passwort. Weiß und ich merke mir den Tag und alles. Salem. Let's go. S-A-L-E-M. Damn it. Was? Hä? Wie nicht Salem? Bin ich dumm? Warte, hä? Moment mal. Sie hat doch geschrieben, Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Das war vor 9 Jahren. Das wäre 2006. Und 2006 ist Salem der Gewinner gewesen. Hä? I should take her out for a birthday drink. Wait a minute, bin ich dumm? Salem. Hä? Jetzt bin ich komplett confused. Kann ich den, habe ich den falschen, das falsche Pass, ich glaube, ich habe die falsche Person ausgewählt, ne? Ja. Oder?
Ja, hier ist das Foto. Ich bin so dumm. Never mind. Okay, warte. Lass mich kurz gucken. Das Passwort ist auf jeden Fall Salem. R. Jackson, J. Greggs, Oliver, Vincenzi, Wilson. Hier, Wilson. Hm. Bingo. Entschuldigung. Anything. Oh, Entschuldigung. Sam. What about him? He got arrested for public intoxication last week, and that was not his first offense. He's on a bit of a downward spiral. Hm, ich merke schon. Sam Kensky, hallo Dee. Nur zur Info, weil du morgen früh die Dienstablösung bist. Sam Kensky hat schon wieder die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen, hat Kunden terrorisiert, als Maria ihn vor Bernies aufgelesen hat. Auf dem Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen riesigen Kater, sodass ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts guttun würde. Viel Spaß. 5 Euro Schlüsselbund. Frau Reynolds hat heute Morgen einen Schlüsselbund vor dem Wecki-Laden gefunden und ihn abgegeben. 3 kleine Schlüssel plus ein Flaschenöffner als Schlüsselanhänger. Wenn den jemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hatte es ihr ja ordentlich archiviert, aber die blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, diese zu ändern? Denn den würde ich gerne mal zum neuen Zwei-Wege-Schießstand einladen, den ich gefunden habe. Alles Gute, Greggs. Die Überstellung wurde geliefert von Just Between Us, Staffel 2. Oha. Die mag Allison auch ganz gerne. Polizeivortrag im Jugendzentrum, Freitag der 30. Hallo Dee, gibt es für den Vortrag am Freitag irgendwelche Folien oder Lesematerial? Ich wollte dir auch noch sagen, dass es ziemlich viele Leute angemeldet haben, also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder deine Rede wirklich gut finden. Weiter so. Kayla Bennett, KO, Geschäftsführerin, Juno-Bund für Gleichberechtigung. Wenn ich es wage, stark zu sein, meine Stärke im Dienst meiner Vision einzusetzen, dann wird es immer weniger wichtig, ob ich Angst hatte. Audrey Lord. Okay. Polizeivortrag im Jugendzentrum, alles klar. Hallo Kyla. Hallo Kyla, ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so, das zu hören. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle. Letztens habe ich ihnen erzählt, wie ich mit einem Besoffenen in eine rasante Verfolgungsjagd auf einem Schneemobil geraten bin. Naja, ein bisschen habe ich das Ganze auch schon schön ausgeschmückt, aber grundlegend entsprach es der Wahrheit. Alles, was nötig ist, um einen Standpunkt zu vermitteln, stimmt's. Die. Denise Wilson, leitender Offizier, Dallas Crossing Police Department. Schätzchen, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich freue mich schon auf Freitag. Kay. Kyla Bennett, KO, bla 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 bla. Wenn ich es wage, dies, das, bla bla bla. Okay. Hacking für Anfänger, Errungenschaft freigeschaltet. Kein Problem. Hey, that coffee is sounding real good. Dann machen wir das heute mal. Kommst du da nicht so? Wir haben noch irgendwelche Türen, die vielleicht verschlossen sind, wo ich kurz mal eben reinsneaken könnte. Die war gar nicht verschlossen. Können wir mal kurz oben gucken, ob wir vielleicht irgendeine Tür öffnen können. Probably nicht, aber mal gucken. Wollen wir in den Waffenraum reinkommen? Nee, das wäre auch krass gewesen. Exit. Okay. Gut, da ist auch nichts. Das heißt, wir chillen hier gerade noch ein bisschen durch die Gegend. Treppe ist da. Ja, die ist immer noch zu. Da kommen wir nicht rein. Okay, das heißt, wir haben alle Türen geöffnet soweit. Dann können wir jetzt ja in den Pausenraum gehen.